Für einen Promofilm gar nicht schlecht. Der Schnitt könnte noch ein bisschen dynamischer werden, aber das kriegen wir schon hin bis zur Mitarbeiterversammlung. Wie? Da willst du den Film schon zeigen? Na klar. Als Motivation. In bewegten Bildern sehen, wofür man die letzten Monate gearbeitet hat. Dir ist schon klar, dass Gina Schmitz dabei rüberkommt, als wäre sie das Gesicht von LCL Green? Was daran liegt, dass sie das Gesicht von LCL Green ist. Ach, und seit wann ist das bitte entschieden? Jetzt komm schon, sie kommt perfekt rüber. Also LCL Green, ja, steht für Nachhaltigkeit und Authentizität. Und diese Gina, die ist so authentisch wie eine ausgestopfte Weihnachtsgans. Rebecca, nur weil du sie persönlich vielleicht nicht magst. Nein, das liegt daran, wie ich ihre Ausstrahlung wahrnehme. Und das wird unseren Kundinnen genauso gehen. Jetzt komm, du willst sie doch nur, weil du mit ihr in der Kiste warst. Wenn ich das noch so genau wüsste. Großer Gott. Läuft hier wirklich professionell bei euch. Entschuldigung, aber wir haben hier gerade eine geschäftliche Entscheidung zu treffen. Versuch's doch mal mit Schnick, Schnack, Schnuck. Geht wahrscheinlich schneller. Hat dich jemand gefragt? Leider nein. Was mal wieder nur zeigt, mit was für Dilettanten sich Lisbeth hier umgibt. Ich wollte gerade sagen, kümmere dich doch um deinen eigenen Kram, aber ups, so viel gibt's da wohl nicht mehr. Stimmt. Stattdessen könnt ihr zwei Trottel euch jetzt auf nichts einigen. Na, wenn das nicht Fortschritt ist. In einem Punkt hat er recht. Ja, das ist die erste große Entscheidung, seit Elisabeth weg ist. Und da sollten wir an einem Strang ziehen. Okay. Also, die Vorteile sind, ihr Gesicht ist frisch, man hat es noch nicht so oft gesehen. Und es schadet wahrscheinlich auch nicht, LCL Green mit etwas Sexappeal zu bewerben. Wir geben ihre Bilder in die Marktforschung und wenn die unsere Wahl bestätigt, ist sie drin. Von mir aus. Diese dumme Schlampe lässt mich eiskalt abblitzen. Erst macht sie mich an und kaum ist dieser Schleimbolzen im Raum, zeigt sie mir die kalte Schulter, als ob sie irgendwas Besseres wäre. Tut mir leid, aber ich habe für sowas gerade gar keine Zeit. Warum sitzen Sie so verklemmt da? Hätten Sie noch einen Wunsch? Danke. Ist noch was? Entschuldigen Sie, aber kann es sein, dass ich Sie von irgendwoher kenne? Ich wüsste nicht, woher. Aus dem Fernsehen vielleicht. Aus den USA. Ja, mag sein. Ich habe mal einen Werbespot für Shampoo gedreht. Oder meinen Sie den Kurzfilm? Wahnsinn. Ich hätte nicht gedacht, dass das so viele gesehen haben. Oh, bei meinen Freunden sind Sie ein richtiger Star. Kriege ich vielleicht ein Autogramm? Natürlich. Sie werden noch einiges von dieser Frau zu sehen bekommen. Das wäre ja durchaus erfreulich. Lass laufen. Hä? Mann, ich bin doch nicht blöd. Ich weiß doch genau, was hier geht. Was? Nein! Oh ja. Oh, ist das gut, ja. Sag's mir. Oh, ja. Hör zu, ich wollte mir einfach Klempnerartikel bestellen. Und bin zufällig auf die falsche Seite gekommen. Und direkt bei einem Lehrvideo gelandet, wie man Rohre verlegt. Hm? Davon hast du mir gar nichts erzählt. Ach ja, ist auch gar nicht der Rede wert. Es war nur ein Kurzfilm. Der wurde auch noch nicht mal richtig vermarktet. Sowas zusammen zu gucken, ist echt nicht mein Ding. Ja, Fritsche, guck doch mal genau hin. Ach, krass. Du hattest recht. Durch den Schnitt hat das Ganze extrem gewonnen. Was sagt ihr zu Gina? Bisschen billig vielleicht, aber das war ja schon immer dein Geschmack. Also bei der Marktanalyse, da hat sie super abgeschnitten. Und ich bin auch positiv überrascht. Na, ist doch immer wieder schön, wenn man das Private mit dem Geschäftlichen verbinden kann, nicht wahr? Ist zwar das Gegenteil von professionell, aber das hat hier ja noch nie jemanden gestört. Ich habe Gina ausgewählt, weil sie die Beste für den Job ist. Und nicht nur für den Job. Naja, mit ihrem Sexappeal ist sie der perfekte Kontrast zum Öko-Image von LCL Green. Also mich hat sie überzeugt. Und dich ja wohl auch. Übrigens hat sie bereits in den USA ein paar Werbespots gedreht und einen sehr ambitionierten Kurzfilm. Moment, Kurzfilm oder Kunstfilm?
Diese Frau ist ein echter Glücksgriff, aber das wirst du auch noch kapieren. Ja. Gina könnte uns helfen, LCL Green auch in den USA zu etablieren. Klingt gut. Wisst ihr was? Ich werde nachher gleich mal ein paar Agenturen in New York anrufen. Gemach, gemach. Jetzt nicht gleich übertreiben. Ich habe da so ein Gefühl, dass Gina uns noch alle überraschen wird. Dieses Arschloch hat mich behandelt, als ob ich das Letzte wäre. Ich hätte ihm am liebsten vor die Füße gekotzt. Frag mich mal. Der Typ geht mir schon seit einer halben Ewigkeit auf die Eier. Ich war so blöd und wollte ihn noch warnen. Aber das war doch auch klar, dass das in die Hose geht. Wenn du bei dem nicht mindestens einen Pfund in deinem Namen hast, dann hört der Typ gar nicht zu. Am liebsten hätte ich ihm eine reingehauen. Aber das kannst du doch immer noch. Und dafür musst du dir nicht mal die Hände schmutzig machen. Möchtest du auch was sagen? Ja, danke, das überlasse ich gerne dir. Wenn ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten darf. Zunächst einmal möchte ich Ihnen allen im Namen der gesamten Geschäftsführung danken. Ohne Ihr Engagement und ohne Ihre Leidenschaft für LCL Green wäre das ja alles nicht möglich. Die Zeit ist gekommen, die Früchte unserer gemeinsamen Arbeit zu präsentieren. Die Kampagne, die unsere Marketingchefin Alexa Berg konzipiert hat, wird in wenigen Tagen starten. Und ich bin glücklich und stolz, dass wir für diese Kampagne eine wunderschöne und talentierte junge Frau als Gesicht gewinnen konnten. Darf ich Ihnen vorstellen? Gina Schmitz. Und nun dürfen wir Ihnen den Film zeigen, mit dem wir LCL Green der Welt präsentieren werden. Sie dürfen sich auf eine Premiere freuen. Oh, das ist wirklich beeindruckend, ja. Oh, du geile Sau, leck mir die Stiefel. Oh, ja, du weißt, wie man damit umgeht. Oh, ah, ah. Ja, also die Kampagne ist aber nicht auf meinem Mist gewachsen. Geh das hier. Sag mir bitte, dass das nicht wahr ist. Ja, genau. Wo habt ihr das her?